bin Dominik Dax, der alte Onkel Dominik, wie mich alle nennen. Vielleicht habt ihr schon von mir und meinen Abenteuern gehört. Zusammen mit Niki Tiki, dem kleinen Igel, bin ich mit meinem Dampfboot Möwe auf große Fahrt gegangen. Aber ach, mein Boot ist ein, doch liegt es in der Bucht und strömt der Regen nass, macht einem nichts mehr Spaß. Onkel Dominik war als erster aufgewacht. Sein prächtiges Boot, die Möwe, lag in einer kleinen Bucht des Flusses. Aus dem Bett gegenüber hörte er ein regelmäßiges Schnarchen. Der Igel blies und schnaubte, als hätte er einen kleinen Blasebalg im Bauch. Niki Tiki schlief, als wäre es tiefe Nacht. Onkel Dominik ärgerte sich nicht nur über den Regen, der in Strömen an der Fensterscheibe hinunterfloss, er ärgerte sich auch über Niki Tiki, der noch immer fest schlief, statt sich um das Frühstück zu kümmern. Schließlich wurde es Onkel Dominik zu bunt. Niki Tiki. Niki Tiki, aufstehen. Was? Du sollst aufstehen. Oder soll ich mein Frühstück mittags bekommen? Was denn? Schon 10? Du schläfst und schnarchst wie eine. Na, es gibt überhaupt nichts auf der Welt, das so einen schrecklichen Lärm beim Schlafen macht wie du. Ist das wahr? Ja, bestimmt hast du vergessen, dass ich nach Bärenhausen muss. Bei dem hässlichen Wetter möchte ich wenigstens einen heißen Kaffee im Bauch haben. Ja, ja. Du bekommst deinen Kaffee. Bin schon unterwegs. Alter Tollpatsch, pass doch auf. Hoffentlich war es nicht der rotgestreifte Milchtopf. Es war der rotgestreifte Milchtopf. Aber das war erst der Anfang. Wenn Onkel Dominik schlechter Laune war, wurde der arme Igel immer so aufgeregt, dass er alles falsch machte. Die Milch lief über, die Butter fiel zu Boden und es war einfach unbeschreiblich, wie schlecht der Kaffee schmeckte. Onkel Dominik würgte missmutig das Frühstück hinunter. Danach stand er auf und schlug mit der Faust auf das Barometer an der Wand, als wäre das arme Barometer schuld am Regen. Das Deckglas zersprang, was Onkel Dominiks Laune nicht verbesserte, denn das Barometer gehörte Niki Tiki. Der kleine Igel schlich betrübt in die Küche. Auf einem Wandbord neben dem Ofen stand ein Glas. Ein dicker Goldfisch schwamm darin. Niki Tiki liebte ihn sehr. Er nahm das Glas vom Bord und presste es an sich. Du allein magst mich, nicht wahr, kleiner Goldfisch? Du bist nie böse mit mir. Du Tölpel, willst du die ganze Kücheneinrichtung zerschlagen? Es ist nur das Goldfischglas. Auch das noch. Es ist mein Goldfisch. Hast du das vergessen? Da zappelt er auf dem Boden und schnappt nach Luft. Er braucht Wasser und das soll er bekommen. Onkel Dominik, was tust du? Das siehst du doch. Ich habe den Goldfisch, deinen geliebten Goldfisch, in den Fluss geworfen. Als Onkel Dominik Niki Tikis vor Kummer ganz faltiges Gesicht sah, schämte er sich. Er bereute seine Tat. Er wollte sich entschuldigen. Stattdessen drehte er sich wortlos um, stapfte in die Kajüte, zog die Kappe tief über die Ohren und holte seinen Stock aus der Ecke. Dann band er das Ruderboot los und ruderte davon, ohne auch nur einen Blick auf den Igel zu werfen. Onkel Dominik erledigte in Bärenhausen seine Einkäufe. Er erstand einen Kranz Würstchen, einen Topf mit Heringen, 2 Köpfe Kohl und ein großes Stück holländischen Käse, weil Niki Tiki den so gerne aß. Als Onkel Dominik sich wieder seinem Schiff näherte, da machte die Möwe einen verlassenen Eindruck. Niemand erwartete ihn an Deck. Kein Rauch stieg aus dem Schlot auf. Nicht der geringste Bratenduft drang aus der Küche. Onkel Dominik wurde unruhig. Hey, Niki Tiki, wo bist du? Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Du, ich bin schon neugierig, was du zum Mittagessen gekocht hast. Vom Rudern bekomme ich immer einen Riesenhunger. Höre, Niki Tiki, alter Freund. Es tut mir leid, das mit dem Goldfisch, meine ich. Ich weiß, du hast ihn so gerne gehabt. Ich werde dir einen neuen Goldfisch kaufen. Ganz gewiss werde ich das tun. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein großes Stück holländischen Käse. Ganz für dich allein. Niki Tiki! Er ist nicht da. Er ist verschwunden.
Niki Tiki muss das Schiff verlassen haben. Ja, Niki Tiki hatte das Schiff verlassen, gleich nachdem Onkel Dominik mit dem Ruderboot davongefahren war. Kaum waren die Ruderschläge in der Ferne verklungen, da sprang er auch schon auf. Er nahm das Barometer von der Wand, einen Augenblick betrachtete er traurig den hässlichen Sprung im Glas. Dann ging er zum Schrank und zog seine Angel heraus. Sorgfältig packte er seinen Weidenkorb. Seinen Sessel musste er zurücklassen. Dafür nahm er den Teekessel und ein Päckchen Tee mit. Schließlich kletterte Niki Tiki mühsam von Bord. Voll bepackt stapfte er den schmalen Uferpfad entlang. Zuerst drehte er sich immer wieder um. Leb wohl, Möwe. Du warst ein gutes Schiff. Ich wäre gern noch ein Stück mit dir gefahren. Zusammen mit Onkel Dominik. Aber mein Freund versteht mich nicht mehr. Deshalb ist es besser, wenn ich fortgehe. Oh, welch herrliche Zeit habe ich bei dir an Bord erlebt, Möwe. Gleich werde ich dich nicht mehr sehen. Gleich wirst du hinter der Wegbiegung verschwunden sein. Wir müssen jetzt für immer Abschied nehmen, Möwe. Nur wegen dieses unerträglichen Onkel Dominiks, nur deswegen. Schade. Aber es lässt sich nicht ändern. Ich kann nicht länger bleiben. Also, vorwärts. Immer der Nase nach. Es ist besser so. Wenn zwei Freunde sich oft streiten und viel Ärger sich bereiten, sagt der eine klug zum anderen: Lass mich lieber weiter wandern. Jump, heidi, juch, heisasa. Die Füße sind zum Laufen da. Jump, heidi, juch, heisasa. Die Füße sind zum Laufen da. Niki Tiki trottete mit gesenktem Kopf weiter. Seine kleine Schnauze hatte ganz viele Falten. Kleine Igel bekommen das, wenn sie traurig sind. Die Angelrute hatte er unter den einen Arm geklemmt, mit dem anderen hielt er das Barometer fest. Der Teekessel baumelte an seinem Gürtel. Auf dem Rücken trug er den Weidenkorb. Er lief quer über die Wiese, so schnell ihn seine kleinen Beine trugen. Bald kam er zu einer Straße. Am Straßenrand wuchsen große Eichen und Ulmen. Niki Tiki war noch nie in dieser Gegend gewesen. Er hatte sein ganzes Leben am Fluss verbracht. Er hatte keine Ahnung, wohin die Straße führte. Ihm war alles recht, wenn er nur den Fluss und die Möwe und Onkel Dominik schnell hinter sich ließ. Je weiter, desto besser. Bald war Niki Tiki müde. Ihm war, als wäre er schon eine Ewigkeit lang gewandert. Vor ihm lag eine kleine, efeubewachsene Brücke. An der Böschung wuchsen Haselbüsche. Murmelnd floss ein Bach unter der Brücke hindurch. Es war ein guter Platz zum Rasten. Du lieber Himmel, bin ich durstig. Jetzt wäre eine Tasse Tee gerade das Richtige. Aber ich habe die Streichhölzer vergessen. Oh, macht nichts. Ich kann wenigstens meine Füße im Bach baden. Den Tag hinein, oh, und frage nicht nach morgen. Ich lasse Sorgen, Sorgen sein. Kann alles wer mir besorgen. Ja, ja, ich kann es. Ich bin der Schnüffel Hannes. Ich ziehe durch die weite Welt, alleine und ganz ohne Geld, ganz ohne einen Pfennig Geld. Das scheint ein Landstreicher zu sein. Ich nehme, was ich kriegen kann, nur Arbeit nehme ich keine. Bring alles wieder an den Mann und mich stets auf die Beine. Ja, ja, ich kann es. Ich bin der Schnüffel Hannes. Ich ziehe durch die weite Welt, alleine und ganz ohne Geld.
ohne einen Pfennig Geld. Hallo, Kamerad. Du hast dir einen hübschen Platz ausgesucht. Hallo. Hast du was dagegen, wenn ich dir Gesellschaft leiste? Komm nur. Mir ist Gesellschaft gerade recht. Oh, hoppla. Gar nicht so leicht, das Ding da die Böschung hinunterzuziehen, ohne dass es umkippt. Du meinst den Kindermann. Wozu brauchst du denn den? Das siehst du doch. Er ist vollgestopft mit allen möglichen Dingen. Sachen, die ich unterwegs geschenkt kriege und woanders wieder verkaufe. Töpfe, Pfannen, Decken. Eine alte Uhr ist auch dabei. Also so, du bist ein Lumpensammler. Ach, herrlicher Tag heute, was? Da lässt sich's gut tippeln. Ja, über das Wetter kann man nicht klagen. Bist du auch einer wie ich? Schnüffelhannes ist mein Name. Hätte ich für jede Meile, die meine alten Beine getippelt sind, einen Taler in der Tasche. Brüderchen, ich wäre Millionär. Du hast wohl auch einen weiten Weg vor dir. Ich will weg aus dieser Gegend. Ja, wie ich sehe, besitzt du eine Teekanne. Also lass uns Tee machen. Ich könnte jetzt eine Tasse vertragen. Ich habe keine Streichhölzer. Sonst hätte ich mir schon lange einen Schluck gegönnt. Oh, das werden wir gleich haben. Nur noch einen kleinen Augenblick. Hoppla, da sind sie. Also gut, dann werde ich jetzt Tee bereiten. Hast du was zu essen? Nicht einen Bissen. Oh, das ist aber ja mal schade. Dachte schon, wir könnten uns was Feines kochen. Du kannst auch Fische fangen. Klar, natürlich kann ich das, aber in dem jämmerlichen Bach da gibt es nicht einmal einen miesen Weißfisch. Ein paar Pfennige sollten wir haben oder einen Taler. Da könnten wir ins Dorf gehen und Speck und Würstchen kaufen. Das Dorf ist gar nicht weit weg. Leider habe ich keinen blanken Pfennig in der Tasche. Du meinst, es gibt dort wirklich Würstchen mit Speck? Natürlich. Klar gibt's die da. Wieso? Hast du Geld? Nicht viel. Aber dafür reicht es. Hier, nimm. Prima, Brüderchen. Ich hau jetzt ab und hol Futter und du bleibst hier, machst Feuer und kochst Tee. Aber beeil dich, bin gleich wieder da. Hoppla. Das war nicht sehr klug von mir. Der verschwindet mit meinem Geld und kommt nie wieder. Eigentlich kann mir das nur recht sein. Er roch nach Tabak und Alkohol. Aber nett war er trotzdem. Wäre ein guter Reisegefährte gewesen. Schade. Oh, ich habe kein Glück. Da schickt mir der Himmel einen neuen Freund und ich? Halt. Wieso bin ich so sicher, dass er nicht zurückkommt? Er hat seinen Kinderwagen hier gelassen. Also kommt er doch zurück. Oh, du lieber Himmel, ich habe noch nicht mal Feuer gemacht. Der Igel sammelte eine Handvoll dürrer Zweige und legte sie auf einen Haufen. Dann entzündete er das Feuer. Die Flammen loderten hell auf und das Wasser kochte im Nu. Der Tee war gerade fertig, als Schnüffelhannes zurückkam. Da bin ich wieder. Der Tee ist fertig. Du kommst genau im richtigen Augenblick. Sieh mal, Brüderchen, was ich hier habe. Na, was ist das? Oh, Würstchen! Ein ganzer Kranz von Würstchen. Okay. Und hier 4 Eier und ein Stück Speck. Oh. Und Brot natürlich. Pass mal an, ist noch ganz warm. Wie das kostet. Geld bringe ich auch noch zurück. Ja, wenn der Schnüffelhannes einkaufen geht. Du hast doch nicht etwa... Aber nicht doch, Brüderchen. Der Schnüffelhannes tut sowas nicht. Der ist ehrlich bis ins Herz. Und genügsam. Ein gutes Essen und eine gute Tasse Tee. Mehr brauche ich nicht. Dann setz dich zu mir ans Feuer. Guten Appetit, Brüderchen. Wünsche eine gesegnete Mahlzeit. Übrigens, Würstchen sind meine Leibspeise. Sag mal, du bist da wohl noch nicht lange unterwegs, was? Wie kommst du darauf? Du siehst nicht so aus wie einer von uns, Brüderchen. Ich bin erst heute auf die Wanderschaft gegangen. Ich bin heimlich fortgelaufen von einem Boot.
weil ich mich mit dem Käpt'n nicht mehr verstanden habe. Er war einfach unausstehlich. Ah, ich sag's ja immer. Die Burschen, die Geld haben, meinen, sie dürfen sich alles erlauben. Nichts für mich. Mich kriegt keiner rum. Ich schufte für niemanden. Das hat er nicht getan. Mich schuften lassen, meine ich, aber... Ich lass mich auch nicht rumkommandieren. Aber mach dir nichts raus. Sei froh, dass du los bist, den ollen Käpt'n. Ja, du hast recht. Es ist am besten so. Was meinst du? Sollen wir nicht miteinander losziehen? Gern, wenn du mich mitnimmst. Sobald wir ein bisschen was in der Tasche haben, suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen für den Winter. Wie viel braucht man dazu? Deine Taschen scheinen nicht so leer zu sein wie meine. Ich habe mir, Gott sei Dank, 20 Taler gespart. Was du nicht sagst. Du bist ja ein ganz Reicher. So viele Moneten habe ich noch nie in der Tasche gehabt. Na nun, was hast du? Warum isst du nicht mehr? Ich bin satt. Du auch? Mach dir deshalb keine Sorgen. Ich schaffe schon den Rest auch noch heran. Wenn du erlaubst, werde ich mir jetzt meine Pfeife anstecken. Oh, rauch nur, wenn es dir Spaß macht. Nur ein paar Züge. Dann gehe ich schlafen. Es ist schon dunkel. Ja, Zeit zum Schlafen gehen, Brüderchen. Der Landstreicher humpelte zu seinem Kinderwagen. Von ganz unten zog er eine wasserdichte Plane hervor. Dann schnitt er 4 Haselstöcke ab, spitzte sie an den Enden an und steckte sie reifenförmig in den Boden. Darüber breitete er die Plane aus. Er sammelte auch noch ein Bündel voller Farne. Das war die Matratze. Niki Tiki rollte sich im Farnkraut zusammen. Im nächsten Augenblick war er eingeschlafen. Als er am anderen Morgen die Augen aufschlug, war er allein. Zelt, Kinderwagen und Schnüffelhannes waren verschwunden. Aber nicht nur das, auch Niki Tikis Barometer, die Teekanne und der Geldbeutel mit den gesparten 20 Talern. Alles war weg. Nur die Angelrute und der Weidenkorb lagen noch neben ihm. Es dauerte eine Weile, bis Niki Tiki begriff. Er hat mich ausgeraubt. Er war doch ein böser Mensch. Ja. Ich habe eben kein Glück mit meinen Freunden. Was mache ich jetzt bloß? Ohne Geld und ohne etwas zu essen. Vielleicht hätte ich doch lieber bei Onkel Dominik bleiben sollen. Aber das konnte ich doch nicht. Er war wirklich unausstehlich. Man hat es nicht leicht. Den einen will ich nicht wiedersehen, obwohl ich es könnte. Der andere, den ich unbedingt wiedersehen muss, ist auf und davon. Sicher schon mitten in der Nacht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als der Straße zu folgen. Todtraurig wanderte Niki Tiki weiter. Bald darauf kam er zu einem Bahnhof. Auf den Gleisen stand eine Lokomotive. Der Lokführer lehnte aus dem Führerstand. Jetzt hatte er Niki Tiki bemerkt, der unverwandt auf die Lokomotive starrte. Möchtest du heraufkommen? Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Möchtest du heraufkommen? Auf die Lokomotive? Ja, auf die Lokomotive. Oh ja, gern. Na dann, komm. Na, warte, ich helfe dir. Oh je, bist du stachelig. Bist du schon einmal auf einer Lokomotive gewesen? Nein, noch nie. Hallo, Heizer. Sieh mal, wir haben Besuch. Du liebe Zeit, gibt's sowas? Wo hast du den aufgelesen? Ja, du möchtest eine Fahrt mitmachen, hm? Darf ich das? Ja, ich erlaube es dir. Aber du darfst mir nicht im Wege stehen, Kleiner. Nein, nein. Achtung, festhalten. Es geht los. Thank you.
was noch erlebe. Ich fahre mit der Eisenbahn viel schneller als ich gehen kann. Die Berge hinauf ins Tal hinab. Die Eisenbahn macht niemals schlapp. Das Boot und Onkel Dominik sind längst entschwunden meinem Blick. Ich fahre in ein fernes Land, das mir bis heute unbekannt. Rum, bum, bum, ich kehr nicht um. Rum, bum, bum, ich kehr nicht um. Niki Tiki war vor Freude außer sich. Vergessen war der Schnüffelhannes, vergessen der knurrende Magen. Er hätte sein Leben lang auf einer Lokomotive durch die Welt fahren können. Grün und gelb und braun sah er Wiesen, Felder und Bäume an sich vorbeifliegen. Rauch zischte stoßweise aus dem Schornstein. Schafe auf der Weide sprangen aufgeregt davon, Telegrafenstangen flitzten vorbei. Plötzlich rief der Lokführer: Achtung, wir fahren durch den Tunnel. Keine Bange, gleich sind wir wieder draußen. Wohin willst du eigentlich? Ich fahre mit den leeren Güterwagen zum Eisenbergwerk. Ist mir recht. Ich habe nämlich Ferien. Eigentlich wollte ich ein bisschen fischen gehen. Ah, deshalb hast du die Angel mit. Warum hältst du hier? Ich muss anhalten, weil das Streckensignal auf Rot steht. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Hör zu, Kleiner. Am besten, du steigst jetzt hier aus. Das ist eine gute Gelegenheit. Schade. Ich wäre gern noch ein Stück mitgefahren. Ja, tut mir leid, aber es geht nicht. Ich bekomme sonst Schwierigkeiten. Ich darf nämlich keine Fahrgäste mitnehmen. Das ist gegen die Vorschrift. Der Igel nickte betrübt. Er wollte dem freundlichen Lokführer keine Ungelegenheiten bereiten und kletterte gehorsam von der Lokomotive hinunter. Kaum war er unten, ging mit einem Ruck das Signal in die Höhe und zeigte grünes Licht. Die großen Räder der Lokomotive begannen sich zu drehen. Eine Wolke weißen Dampfes hüllte ihn ein. Lokführer und Heizer winkten. Niki Tiki winkte zurück. Polternd rollten die leeren Wagen an ihm vorüber. Der Zug verschwand in der Ferne. Niki Tiki wanderte weiter. Er beschloss, sich das Eisenbergwerk aus der Nähe anzusehen. Mühsam kletterte er über das Geröll. Auf einmal blieb er stehen. Ich rieche Rauch. Nein, nein, nicht nur Rauch. Es riecht auch nach gebratenem Speck. Da bereitet sich jemand eine Mahlzeit. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Es kann nichts schaden, wenn ich mal nachschaue. Vielleicht fällt etwas für mich ab. Da vorn, vor dem Schwarzdornbusch, sitzt ein Mann und brät Eier und Speck. Nanu, den kenn ich doch. Alter Hut, zerrissenes Hemd, buntes Halstuch. Natürlich, das ist er. So ein Zufall, so ein glücklicher Zufall, dass der Schnüffelhannes. Wahrhaftig, das ist er. Ein paar Minuten lag Niki Tiki wie erstarrt auf dem Bauch und blickte in die Mulde hinunter, wo Schnüffelhannes mit seinem Essen beschäftigt war. Nicht weit von dem Vagabunden stand der Kinderwagen. Ganz oben auf dem Gerümpel lag ein Barometer. Niki Tikis Barometer.